Ja, Jochen Schneider, wir verfolgen ja immer sehr intensiv auch die Trainingseinheiten, wie Sie auch. Was würden Sie sagen zum jetzigen Zeitpunkt, auf welchem Stand ist die Mannschaft jetzt? Wie viel Wagnersche Fußballkunst ist da schon zu sehen? Ich glaube, dann müssen Sie den David Wagner fragen. Ich glaube, er ist der richtige Ansprechpartner, um die Frage konkret beantworten zu können. Das ist eine normale Vorbereitung, die wir jetzt absolvieren. Und deswegen ist die Frage jetzt nicht von großer Relevanz oder zumindest oder nicht die Beantwortung der Frage. Aber Sie werden sicherlich auch einen Eindruck davon haben, wie weit die Mannschaft ist, oder da werden Sie auch drüber sprechen. Ja klar, das haben wir ja glaube ich auch thematisiert nach den Testspielen, dass wir noch einiges zu tun haben, dass manches noch nicht rund läuft, aber gerade dafür ist eine Vorbereitung da. Die Vorbereitung ist auch dafür da, Transfers zu realisieren. Wie sieht es da aus? Glauben Sie... Es geht sogar über die Vorbereitung hinweg. Ja, das geht sogar über die Vorbereitung hinweg, genau. Aber wenn Sie das schon erwähnen, glauben Sie auch eher, dass es schwierig wird, hier in Mittersill noch einen Neuzugang zu präsentieren? Ja, das wird nicht passieren. Weil der Markt so schwierig ist? Also glauben Sie, dass es tatsächlich noch einige Wochen dauern wird? Nein, nicht weil der Markt schwierig ist, sondern weil wir jetzt in den nächsten 7 Tagen keinen Neuzugang präsentieren werden. Wir haben ja gesagt, gegebenenfalls nehmen wir noch jemanden dazu. Müssen wir mal sehen, da muss vieles passen. Das ist im Moment nicht der Fall und gucken wir mal, wann es soweit sein wird. Okay, das hört sich aber auch so an, als wenn es auch sein könnte, dass Sie gar keinen mehr holen. Das kann auch sein, ja. Okay. Wie sieht es auf der Abgangsseite aus, wenn wir gerade schon mal da sind? Wir haben ja die 3 Jungs, die zu Hause sind. Ja, zu Hause beziehungsweise noch in der Reha. Und da ist es auch so, wie wir gesagt haben, wenn was spruchreif ist, werden wir es nicht bei uns behalten, sondern werden wir es direkt verkünden. Wie spruchreif ist denn eine Diagnose bei Ozan Kabak? Da gab es gestern eine Untersuchung, er hat jetzt immer noch den Spezialschuh trainiert, separat. Wie sieht es da aus? Was ist da bei der Untersuchung rausgekommen? Ja, es sieht besser aus, es hat sich zum Positiven entwickelt. Er wird jetzt die nächsten Tage hier ins Lauftraining wieder einsteigen können. Okay, also auf der Position ist jetzt kein großer Bedarf, nochmal, weil wir auch überlegt hatten, na, ist natürlich schwierig, wenn Salif auch erst nächste Woche einsteigt, so zum Pokalspiel. Viele Innenverteidiger bleiben ja nicht mehr, ne? Ja, das stimmt, aber das wussten wir, deswegen, ja, blöde Verletzung, brauchen wir nicht drüber reden, in Kombination mit der Teilnahme von Salif am Afrika Cup. Aber so ist die Situation und ich glaube, es macht jetzt auch keinen Sinn, einen Spieler für die nächsten 3, 4, 5, 6 Wochen zu verpflichten. Man sieht ja auch jetzt hier, wie viele Leute um die Mannschaft herum sind, dass sie den Staff erheblich vergrößert haben, auch natürlich im Managementbereich. Können Sie noch mal erklären, warum Ihnen das wichtig war? Ich finde, jetzt gehen Sie mal die anderen 17 Bundesligisten durch. Ich glaube jetzt nicht, dass der Staff jetzt größer ist als bei anderen Vereinen. Wir haben das getan, was wir für notwendig erachtet haben. Das heißt, nach Ihrer Meinung war es auf jeden Fall vorher viel zu wenig. Es steht mir nicht zu, das zu kommentieren. Ich bin für die Gegenwart und für die Zukunft da und das haben wir so entschieden. Worauf kommen Sie denn jetzt besonders an? Wo haben Sie die sozusagen bei der Findung der Leute, die Ihnen helfen sollen, wo haben Sie da den Fokus drauf gelegt? Ja, auf Qualität, auf Erfahrung, dass sie den Job irgendwo schon mal gut gemacht haben und dass es gute Typen sind, dass es Teamplayer sind, die hier reinpassen in unsere Mannschaft. Eine Nachfrage noch zu Nabil Bentaleb, Herr Schneider. Letzte Woche hieß es, glaube ich, es sei in der finalen Reha-Phase. Das heißt, die dauert immer noch an und ist immer noch in Frankreich dann. Genau. Nochmal zu Ozan Kabak. Können Sie da vielleicht sagen, was er genau hat? Also ist es die Bänder, ist es vielleicht auch was Knöchernes bei diesem Schuh? Ja, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Wir haben mit dem Doktor drüber gesprochen. Wie gesagt, der wird die nächsten Tage hier wieder ins Lauftraining einsteigen und dann sehen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Ja. Warum nicht auf genau eingehen, wenn ich fragen darf? Also weil ich kein Mediziner bin. Ja, aber der Arzt hat es ja gesagt von mir. Ja, der ist Mediziner, ist ja, unterschiedlich. Genau. Ja, was hat er genau gesagt? Müssen Sie ihn fragen. Ja. Ist es doch was Schlimmeres vielleicht? Nein. Das können Sie ausschließen. Ja, sonst würde er nicht wieder ins Lauftraining einsteigen können. Wenn Sie sagen, dass es sein kann, dass Sie doch keinen mehr verpflichten, ich frage es mal provokant, sind Sie ganz sicher, dass das dann auch tatsächlich so reichen würde? Ja, sonst würde man ihn verpflichten. Das kann sein, das ist konjunktiv. Ja, okay. Aber das kann ja auch an anderen Dingen sein. Kann auch sein, wir holen noch einen, kann auch sein, wir holen 2. Ja. Aber Sie hätten schon ein gutes Gefühl mit dieser Mannschaft, wie sie jetzt ist, in die Saison zu gehen, wenn es so bliebe. Ja. Vielleicht eine Frage noch, ich weiß, Sie sind jetzt das erste Mal jetzt hier. Sie haben so den Eindruck, dass das Faninteresse vielleicht ein bisschen weniger geworden ist. Wie nehmen Sie das so bei jetzt in den ersten? Wie gesagt, ich bin das erste Mal hier. Ich kann es nicht beurteilen, ob es mehr oder weniger ist. Ich war nicht da. Und so die Wahrnehmung generell, auch unter den Fans oder den Zuschauern so insgesamt? Ja, Euphorie sieht anders aus. Aber ich glaube, das ist auch normal.
Wir sind letzte Saison 14er geworden, dass die Leute da sagen, so jetzt wollen wir erstmal gucken, was hier passiert. Das ist mehr als verständlich und das ist, glaube ich, an anderen Bundesliga-Standorten genauso. Und das ist jetzt auch von daher auch keine negative Überraschung, sondern wir sind in der Pflicht, wir müssen liefern und um das geht's. Herr Schneider, bei Alex Nübel gibt es immer noch keine Entscheidung. Gibt es von Ihrer Seite irgendwie einen Zeitplan, ab wann das passieren müsste? Oder ja, ich habe mit ihm gesprochen und wir haben diese Tage miteinander gesprochen und ich habe zu ihm gesagt, er soll jetzt mal ruhig in die Vorbereitung reinkommen, soll sich auf sein Training fokussieren und wir werden dann Ende der Vorbereitung ein konkreteres Gespräch führen. Also eine Frage? Okay. Eine Frage noch zu Mike Brüskens. Ist da inzwischen schon bekannt, wie es mit ihm weitergeht? Nein, noch nicht. Wir haben einen Termin Anfang August. Wenn Sie dann dieses Gespräch mit Alex Nübel führen am Ende der Vorbereitung und er sich dann nicht für Schalke entscheidet, ziehen Sie dann das Angebot zurück zur Vertragsverlängerung oder bleibt es dann weiter bestehen? Ja, das werden wir dann sehen, aber das sind jetzt, sagen wir mal, juristische Feinheiten. Wenn jemand ein Angebot nicht annimmt, dann hat er es erstmal nicht angenommen. Aber dann gibt es ja eine Folge. Das sehen wir dann.